Herzlich willkommen bei Tom Bombadils Let's Play The Raven and the Light. Ein Spiel umsonst und es geht um Horror. Push space to start. Das heißt so viel wie, drück mal auf Start, dann laberst du nicht so viel. Rotz, also ich. Ja, der Rabe und das Licht. Schauen wir mal, wer ist D? Okay. Na gut. Ich verstanden soweit. Dunkel ist die Nacht. Ui, schön. Ein paar Polarlichter, ja. British Columbia in Kanada. Juhu. Sieht schon mal sehr gut aus alles. Gefällt mir. Like it. Raven and the Light, ja, der geht doch ab. Fahr nicht so schnell, du weißt nicht, was hinter der Kurve oder so ist. Na, oh. Mach doch mal eine CD rein, scheiß Radio. Oder hau mal drauf, damit der Empfang wieder besser wird. Ja, auch gut. Oh, Vorsicht! Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Kann schon mal passieren, ne? Kann schon mal passieren. Ui, direkt raus? Ja, Karre. Hä? Die Reifen sind wohl am Arsch, oder was? So, was ist denn jetzt hier los? Wo ist der ADAC? Ich hänge hier schon seit... Muss ich wieder auf die Straße? Geht nicht, kann nicht auf die Straße. Okay, dann sagen wir mal so, ja? Ich bin jetzt mal nicht naiv. Und ich weiß ja, was hier geht, also... Ich muss ja zu dieser... Ey! Was? Was soll ich denn machen? Was ist das denn? So voll kacke. So voll mies. Ich wollte gerade erzählen, was es so ungefähr hier zu tun gibt in dem Spiel, aber das spare ich mir jetzt. Alter, was soll ich denn dagegen machen? Kann mich mal am Arsch lecken. Ich habe ein Horrorspiel erwartet und kein Survival à la Tomb Raider oder so ein Quatsch. Haha. Stupid Fox. Oder Wolf. Whatsoever. Beides wahrscheinlich. Guter Hund. Der Blusser hängen, oder was? Ich hoffe mal, dass ich diesmal irgendwie weiterkomme. Dahin, wo ich hingehöre. Wo ich auch immer hingehöre. Wahrscheinlich da unten zu meinem Auto als lebendes Wrack. Als Wrack. So, guter Trick ist einfach... W und Shift gedrückt halten, ne? Da geht's nach vorne. Der Wolf kann mich auch mal, kann mich halt auch mal. Oh, da vorne wird's qualmisch. Entweder brennt's oder es nebelt. Oh, es hat viel immer noch hinter mir her. Irgendwann stand da ja am Anfang, man kann Q und E irgendwie benutzen zum Schlagen oder so. Nee, keine Ahnung. Kam mir nicht so vor. Kann er mich mal in Ruhe lassen? Ist ja nervig gerade. Das sind ja mehrere, oder?
Oh, ist ja blöd. Ist das blöd? Ich habe gedacht, das ist irgendein Horrorspiel und kein Pfadfinder-Ehrenabsolventen-Treffen hier. Ich zeig euch nochmal, was ich drauf habe. Ich werde überleben, einfach in der Wildnis mit ein paar Wölfen rum mich rum. Ist mir scheißegal, wie viele. Naja. Also am Anfang war ich ja ziemlich begeistert, ne? Noch so ein bisschen. Die Grafik ist gar nicht mal so verkehrt und der ganze Quatsch. Aber im Moment sieht das eher so aus. Das sind so ein paar beschissene Wölfe. Die gehen mir fürchterlich auf den Sack. Ich kann wahrscheinlich nicht unbedingt was gegen die tun. So wie ich gerade merke, Shift drücken bringt's auch nicht. Ich renne nämlich gar nicht dadurch. Toll. Ja, schön ist es, auf der Welt zu sein. Ich laufe durch den Wald ganz allein. Macht voll Spaß. Ist auch gar nicht zeitaufwendig. Was ein Horrorspiel. Naja, Hauptsache die Polarlichter sind fett zu sehen, ne? Meine Fresse, überall mit den Wölfen. Ja, wenn das Stimmung machen soll, na gut. Hab schon mal weniger Stimmung gehabt. Mann, sind wir weit nördlich. Was ist das da hinten? Der Eisberg, an dem die Titanic zerschellt ist oder so ein Scheiß? Haha. Was soll ich gegen die zwei Wölfe machen? Ja, zwei, wahrscheinlich sind es auch mehr, ne? Ach ja, ich hoffe da unten bis zu dieser Steinbrücke oder was das ist. Und hoffentlich sind die Wölfe dann mal weg. Die gehen mir ja mal auf den Sack. Vor allem eigentlich müsste ich ja jetzt auslachen, ne? Zwei Wölfe und die kriegen mich nicht gepackt. Weil ich die ganze Zeit einfach nur blöd geradeaus renne. Noch nicht mal renne. Weil Shift ja anscheinend nicht funktioniert. Oder nicht. Weil Rennen ja nicht funktioniert. Boah, die können mich mal richtig am Arsch lecken, ne? Ey, wie, die kommen mit über die Steinbrücke, die Scheißviecher. Ja, der Weg ist ein bisschen lang. So, jetzt, weil es so lange dauert, muss ich mal ein bisschen den Sack rauslassen, ne? Die Katze aus dem Sack lassen. Gut, die Viecher sind weg. Auf jeden Fall sei so viel verraten. Ich werde ein verlassenes Gebäude gleich infiltrieren. Wäre schön, wenn er laufen könnte, der Kerl. Ne? Also denke ich mal. Ich weiß, die Stimmung hier 100-mal besser als wie eben da mit den Wölfen. Das war so ätzend. Mit den Wölfen, ja? Oh, es war so ätzend. So alleine durch den Wald rein macht mir ja nichts aus. Aber wenn da die Wölfe in einem auf den Sack gehen, ja? Krass hier, krass. Ich scheiß mich gleich ein. Vor lauter allein sein. Ah. Ich meine, es ist ja ganz nett hier im Wald und so, dass man erstmal durch den Wald rennt, bevor man... Let me tell you the story of the raven and the lion. In the beginning, the world was covered with an inky, deep, all-consuming dark, blacker than a thousand stormy winter nights. All the light in the world was kept locked away by a selfish little man who lived in a big lodge on the mountain with his daughter. The raven knew that the people could not grow crops and survive without the light, and so he decided that he would steal the light and release it into the world. The raven transformed into a tiny seed and dropped himself into a nearby stream where the daughter drank him up. Inside the girl's form, the raven grew for months until out he came as a baby boy. Overjoyed to have a grandchild. He loved him as his own. Then one day, the raven child found where the man was hiding the light, and he burst out crying. The man did everything he could to calm the child. He noticed the baby boy was looking at the bags of light,
so he quickly gave him the smallest one. The raven played with the bag on the floor until it opened up, and out came all the stars, which flew up and out of the smoke hole of the lodge to place themselves in the sky where they are to this day. The baby started crying once more. The man darted for the second bag and passed it to him. "Do not let this one go," he said nervously. The raven child knocked the bag around on the floor for a while, and then out shot the moon through the smoke hole and into the sky. Again, the raven child began to cry, and because the man would do anything for his grandson, he gave him the last bag. The raven did not hesitate to open the bag, and the lodge filled with an unimaginable brightness as the sun shot through the smoke hole and into the sky, lighting the world for the very first time. "Ah!" cried the baby as he transformed back into the raven and flew out of the smoke hole. The man was very angry, for he had been fooled. But then, when he looked upon his daughter's face for the first time and saw just how beautiful she was, he was overjoyed. Ho, ho, ho. Das war ja jetzt. Wieso haben die nicht mal kurz, also, wieso haben die nicht so ein bisschen, so wie jetzt, mal so ein bisschen Untertitel gebracht? Also kurz gesagt, irgendwie war da irgendeiner, so ein alter Mann, der hier oben wohl in seiner Hütte gewohnt hat, und der hat sich gedacht, ich klau einfach das Licht und bla und irgendein Rabe, der eigentlich ein Kind war und danach wieder in ein Kind zurückverwandelt wurde. Ja, irgendwas mit dem Licht und bla und keine Ahnung. Was? Wie kommt hier, wie Game Over? Achso, ich muss natürlich hier irgendwie rein, sonst erfriere ich. Okay. Dann schnell, schnell, schnell. Ey, ich erfriere sonst. Hoch da. Hol das Skateboard raus, mach einen Grind da hoch oder irgendwas. So, jetzt bin ich hier Balancing Act Man, oder? Oh, hab ich mich erschrocken, hab gedacht, da wäre irgendwas. Gut. So, ich bin schon mal in der Schule drin. I won't die. Cool, hier kann ich mir ein Feuer machen. Entschuldigung. Ich hätte doch vielleicht den... Ich hätte vielleicht doch irgendwie mit dem Wolf kämpfen können. Aber ihr wisst ja, das ist nicht mein Style. Gut. Open. It's grauselig hier drin. It's ja unheimlich hier. Aber Hauptsache halt Feuer brennt. Ist doch schön warm hier. Oh, come on. Hallo? Kann man dann irgendwie... Nee. Nö, kann man nicht lesen. Ich komme aber auch nicht hier raus. The Raven and the Light. Ja, tut mir leid, dass ich eben so toll übersetzt habe, weil das war ja mal genau mein Style. So schlecht zu übersetzen. Oh, liebes Tagebuch, 15. Februar 1939. Ich bin in dieser Schule seit 10 Jahren. Fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Ich sehe fast Bruder nicht mehr. I rarely see brother anymore. Wir waren gerade mal 4, als wir hingekommen sind. Ich kann mich daran erinnern, dass wir zumindest gedacht haben, dass wir uns gegenseitig haben. Aber sie haben einen guten Job getan, uns voneinander fernzuhalten.
Ich kann mich an den ersten Tag an der Schule erinnern. Denn das Erste, was sie taten, war mein Haar zu schneiden, dass ich genauso aussah wie jeder andere hier. Das nächste Mal, die haben irgendwie so ein dickes weißes Pulver in mein Haar gemacht, called DDT. Es brennte. Es brannte. Aber ich durfte es nicht berühren bis zum nächsten Tag. Sie gab mir einen neuen Namen. Nummer 64, okay. Wenn ich nach meinen Eltern fragen würde, würden sie mich schlagen. Wenn ich meine eigene Sprache sprechen würde, würde ich auch bestraft werden. Ich musste ganz schnell Englisch lernen. Ich hörte von einem Kind, was nicht schnell genug Englisch lernen konnte. Und sie haben ihnen Nadeln in die Zunge gesteckt. Irgendwann mit Reverend Caldwell. Weiß auch nicht. Das Ding ist, Caldwell. Caldwell lässt mich wünschen, ich hätte Nadeln in meiner Zunge. Sie haben uns gesagt, sie haben diese Schule hier auf dem Berg errichtet, damit es näher an Gott ist. Aber ich glaube, der wahre Grund ist, damit wir hier nicht weglaufen können. Ich verspreche, ich werde einen Weg aus dieser Hölle rausfinden. Unterschrieben mit 64. Also, der hat ja den Namen 64 bekommen. Huiuiuiui. Dann gehe ich mal ab hier. Was jetzt? Da komme ich nicht lang. Mal gucken, ob ich hier die Scheiße nicht auch noch lesen kann. Nope, zum Glück nicht. Ja, dann würde ich jetzt trotzdem mal gerne hier raus oder so. Alter! Hier ist ein bisschen dunkel und so. Oh, da ist ja noch was. 12. November 1938. Das Problem mit den Indianern ist eins von Moral und Religion. Ja, auf jeden Fall ihr kindliches Gehabe und ihre kindliche Natur wird erklärt durch ihr Nichtwissen von einfachen Grundsachen und vom zivilisierten Denken. Hier in unserer Schule versuchen wir sie in normale Christen zu verwandeln. Welche dann lernen sie, wie man sich in der Welt verhält. Und ihre barbarische Art von Leben hinter sich lassen. Bla bla bla. Nur dann wird das Indianerproblem in unserem Land. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr anti-Indianer-mäßiges Denken. Ne, wenn man sagt, man versucht, man denkt, die sind primitive Barbaren und man muss sie halt. Hä? Ich höre eine Uhr ticken, aber. Ja, das ist doch scheiße, Mann. Ich will jetzt hier raus. Ich meine, das ist ja bis jetzt gar nicht mal so schlecht, das Spiel. Außer wenn ich in die Story über den Raben und das Licht da nicht übersetzen konnte. Doch, ich denke mal, ich werde versuchen, nachher einen Text drüber zu legen, wenn ich das Video bearbeite. Falls es euch gefallen hat, guckt den nächsten Teil rein, gebt mir ein Like, abonniert nicht, guckt mal auf meinen Kanal rein, das wäre super schön. Bis zum nächsten Teil.